Alter! Das kann man gut verkaufen. Jetzt kriegst du mit John alleine hin, hä? Und jetzt muss ich hier raus. Sitz des Adlers. Verbessert die Kletterfähigkeit, wo du dich beim Klettern schneller bewegen können. Oh. So, dann wollen wir nochmal auf Deutsch nochmal, müssen wir nochmal in Ruhe abbluten und dann können wir zurück zu Jonah. Für die, die das, die keinen Keks sich verstehen. Oha. Alles klar. Seilrutsche, yippie. Geronimo? Ich weiß, mit vollem Mund spricht man nicht. Aber ich habe ja nicht den Mund voll, ich habe Kekse im Mund. Das ist was anderes. Kekse sind halt was Besonderes. Die haben Sonderregeln. Nächstes Mal kaufe ich Vollkornkekse. Und Justin, da eine Flasche Cola. Ihr wisst, mit Cola kann man mich immer locken. Hast du was gefunden? Noch so ein Maya-Altar und... Und was? Ein altes Lager. Verfallen. Wir sollten weitergehen. Ja. Was wird passiert, wenn wir den Jonah so einen Pfeil vom... Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Was wird passiert, wenn wir dem Jonah so einen Pfeil in den Hintern schießen? Jonah, hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Au! Oi! Au! Lara! Nimm die Leuchtpistole! Alter! Na, brennt da jemand? Hallo. Warum? Sind die Batterien leer? Entschuldigung, mir ist gerade mein Controller ausgegangen. Ich will jetzt nur gucken, ob es am Controller liegt, weil er keine Verbindung findet, oder ob es an den Batterien liegt.
Beim Xbox 360 Controller haben die wenigstens noch ein bisschen geblinkt, wenn die Batterien leer waren. Vielleicht hat er deswegen der Kon... Ah, das kann natürlich sein. Vielleicht hat deswegen der Dingsbums der Vibrationsalarm nicht mehr funktioniert. Lara, bist du okay? Ja, komm, krieg ich schon hin. Alles in Ordnung? Los, hilf mir. Ich würde sagen, im Real Life würde ich das nie machen, aber würde ich doch. Zum Survival. Dein Rücken sieht übel aus. Ich baue für uns ein Lager auf. Lara hat fürs Abendessen gesorgt. Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Ich muss mal das Fenster aufmachen, es wird warm lang. Ich bin hier langsam warm drin. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Ja. Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. So lobe ich mir das. Hinulein. War, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Vielleicht hat es ja nicht richtig getroffen. Gelüftet und geschaffen. Ich weiß ja nicht, ob er mit den Zähnen im Fleisch gewesen ist oder ob sie ihm vorher mit dem Ellenbogen in... Aber normalerweise ja. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt. Sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da.
Auf jeden Fall. Lara ist echt eine Hardcore-Braut. Das kannst du sagen, was du willst. Die lässt sich von keinem Kerl auf der Nase rumtanzen. Da kann der Macho-Macker kommen, wie er will. Wenn der sieht, was die Lara so erlebt, ist aber Schicht im Schacht. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Na, machst du deine Mathe-Hausaufgaben? Mach ich gleich, Dad! No, nein! Oh, cool! Die hohen Mauern der Burg locken höhnisch. Sieht man auch selten. Lara mit einem mit Röckchen. Oh komm, wer träumt nicht von so einem Spielplatz? In einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Aha, so hat sie also als Kind gespielt. Besser als jeder Junge. Frische Gräber. Der König mag keine Eindringlinge. Frische Gräber, cool. Ach, ehrlich. Lauf, lauf, komm schon, ja, supi. Ab sofort werde ich jetzt das Let's Play genau in dieser Form kommentieren. Bestien kreuzen den Weg unserer Helden. Oh nein, diese bösen Bestien, diese bösen Hoppeli-Höschen. Musst aufpassen, die sind ganz böse. Die hoppeln die über den Weg, das geht so nicht. Weiße Königin, eine kleine Spielfigur. Oh je, da konnten wir aber gerade so noch ausweichen. Oh, und weg in den Hasen rein. Nein. Jetzt müssen wir erstmal ein Teechen trinken. Das geht so nicht. Was haben wir denn hier? Auf 100 Schritt eine Fliege. Oh, das ist aber schön. Jui. Jubi. So. Das machst du super. Alter, ernsthaft? Jetzt vibrieren nur noch die Schultertasten? Da schaffst du! Los! Ups. Das hat nicht gereicht. Oh, ich will auch so einen Spielplatz haben. Geschicklichkeit. Unsere Helden eins noch. Muss treffen, damit der Korb sich absenkt. Hui! Supi. So, jetzt müssen wir noch den nächsten Ball da hochspringen. Aber die Lara schafft das ja schon, ne? Supi. Jubi. Komm schon. Die Lara springt durch Sand und Stein, bricht sich ab und zu mal ein Bein. Drei Wettertaft. Laras Topf sitzt. Supi. Ein Foto unserer Reise nach Hugara. Auf der Elmemsha-Promenade. Oh, super. Aber das meiste vergessen, aber ich erinnere mich noch genau an den Geruch der Gewürze auf dem Bazar. Mom sieht so glücklich aus. Genau wie Dad. Und ich. Oh, die kleine Lara. Das ist nicht fair. Warum musstest du... Warum muss... Oh. Hui! Die Rutschen sind eigentlich total nervig. Weil eigentlich tun wir Kinder uns dabei nur weh. Wenn du da mit der blanken Haut entlang bist, rutscht, dann ist das nicht so schön. Ich glaube, hier gibt es noch einiges... Ich glaube, hier gibt es noch einiges zu entdecken. Hier, der nächste Tunnel. Oh, ist das... Also, der war ein Riesengrab, du. Jetzt aber schnell! Yay, Indiana Jones ist grüßen. Du, 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 du,
weiße Königin. Eingesperrt, aber nicht vergessen. Eingesperrt, aber nicht vergessen. So, ich glaube, die müssen wir befreien. Sonst kriegen wir das nicht hin und die kleine Lara wird ganz traurig. Die Ausgrabung wird bald die Geheimnisse der Städte preisgeben. Och, Jaguar-Kätzchen. Miau. So. Wie war aber vom Spielplatz runtergehen und mal Mamas Blumenbeet treten. Trampel, 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 komm die Lara. Tapferer Ritter, Opfer des Königsfluchs. Verdammt zur Wache, haltet die andere vom verbotenen Grab fern. Genau. Supi. Oh. Böse Hoppelhase. Da ist er. Muss man aufpassen. Nachher springt er uns an. Oder bewirft uns mit Möhrchen. Gibt's hier irgendwas? Mich interessiert die Arbeit. So, herzlich willkommen in einer kleinen Vergangenheitsreise zur Hinos Vergangenheit. Hier sehen wir Klein Hino auf ihrem Spielplatz, auf dem Anwesen ihrer Eltern, herumlaufen und herumtollen, während andere Mädchen mit Püppchen gespielt haben, hat sie Hasen im Garten verschreckt. Supi. Gab es hier nicht noch irgendwo was? Okay. Ich meine, hier gäbe es noch Briefe. Warte mal. Klein Hino wirft mit Kanonenkugeln nach Spatzen. Bullseye. Jedes Ziel mit einem Ball treffen. Eins von vier, okay. Hier gibt es also mehrere Ziele. Komm. Tödliche Präzision. Meistens. Meistens tödliche Präzision, Mino. Schönes Kino, die kleine Hino mit dem Ball. Mit lautem Knall. Auf die Zielscheibe. Oh! Hat aber nicht gezählt. Okay, die Zielscheibe hat nicht gezählt. Okay. Gibt es noch eine Zielscheibe? So, Mädchen, komm. Findest du Hinolein? Hinolein, die ging allein in den Spielplatz zum Spielen rein. Stock und Stein hielten sie nicht klein. Denn sie hat ein Bällelein. Gibt's hier noch irgendwo oben was? Also, wie gesagt, hätte mich gewundert, wenn das eine Ziel wirklich hier... Aber wir müssen alle Ziele treffen. Ist das ein Ziel? Nö, ne? Ich will alle vier Ziele treffen! Welches Ziel habe ich vergessen? Kann doch nicht sein, dass das nur vier Ziele sind. Ich habe so das Gefühl, dass die Entwickler irgendwo ein Ziel versteckt haben. Das Ziel da oben haben wir, ne? Genau. Das Ziel haben wir auch. Ah, okay. Super.
Unsere tolle Hino hat die Meisterschaft der Bogenschützin erreicht. Sie trifft ihre Ziele mit großen Bällen in tödlicher Präzision. Die Abenteurerin darf nicht länger zaudern. Genau, die Abenteurerin darf nicht länger zaudern. Oh, das schafft sie. Hm, Balance nicht, runterfallen. Nein, 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 Hino doch nicht. Super. Und jetzt rüberspringen. Yay, super, duper. Ja, jetzt am Seil entlang. Los. Oh nein, die Lava ist böse. Oh, das hast du super gemacht, Mädchen. Ah, oh, super. Wunderbar. Und jetzt nochmal runterrutschen. Yay. Ah, ja, 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 ja. Ah, das hat doch bestimmt wehgetan. Aber nicht für Hino. Sie ist schmerzresistent. So, ich meine, hier gäbe es noch irgendwo, oh, ich will die Szene gar nicht weghaben. Ich will hier bleiben. Ich meine, hier gäbe es noch irgendwo Briefe oder so, meine ich. Wenn ich die nicht schon eingesammelt habe. Ich glaube aber nicht. Na gut, ich nehme einfach mal an, dass wir hier alles haben. Geheimnisse der Weißen Königin. Brief an Winston. Ah, den Brief haben wir schon gefunden. Okay. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin weiterhin fest entschlossen, Lara diesen entsetzlichen Kummer, wie sie es nennt, zu ersparen. Ständig an ihre Mutter zu denken, wäre für sie nur noch schmerzhafter. Es ist besser für sie, einfach nur ein Kind zu sein, ohne sich mit derart trüben Gedanken zu belasten. Sollten sie in dieser Angelegenheit weiter gegen mich arbeiten, werde ich nicht zögern, ihre Anstellung auf Croft Manor zu beenden. Oha. Unsere Heldin hat Jahre gebraucht, um diese Karte zu erstellen. Sie hat in staubigen Bibliotheken nächtelang alte Bücher gewälzt, versunkene Schiffe ihrer Schätze beraubt und jede noch so vage Spur verfolgt. Wenn es ihr gelingt, den Schatz zu bergen, erweist sich unsere mutige Abenteurerin vielleicht als würdig, Lord Richard Crofts Assistentin zu werden. Also super gemalt, Hino. Supi. So. Hallo. Die Weiße Königin, die brauchen wir später. So, gut. Lauf weiter, Hino. Das hat's fein gemacht. Aber wir kommen hier nicht aus dem Garten raus. Und Daddy will, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Ich glaube, das ist wirklich verboten. Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Ja. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Na los, Hino, lauf. Na komm. Oh. Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Okay, ich weiß, dass du eine draufgängerische Braut bist, Hino. Das ist okay. Aber meinst du nicht, dass du das ein bisschen übertreibst? Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Also, ich war schon echt ein kleines, mutiges Bubele. Aber da finde ich gerade ein bisschen übertrieben. Schön langsam. Geh weg! Die kleine Lara stellt sich da enorm. Die kleine Hino stellt sich. Und denkt nicht mehr daran. Du. Jetzt machst du aus Angst mal schön Pipi, ne? Und dann ist gut. Boah. Nein, 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 Hino, mach das nicht. Geschafft. Boah. Boah, komm schon. Das schaffst du. Boah. Wieder Halt und ihr Ziel. Und zum verbotenen Grab. Boah. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen.
Jo, noch klappt's. Mit ein bisschen mehr V-Bow wäre es eng gewesen. Sie ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Unsichtbares Also Hino. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf den Respekt, den ich vor dir hatte, der hat sich in Angst verwandelt. Ich hätte mich da schon dreimal eingeschissen. Sie sieht unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Sicher? Warum mache ich immer Dummheiten? Ja, Hino, warum machst du immer Dummheiten? Scheiße! Da, sag mal... Wow! Wow! Sag mal aber nicht... Boah. Croft kichert über ihre Kühnheit. Sie ist fast da. Solltest mal lieber aufs Klo gehen und dein Höschen austauschen. Das muss doch bestimmt voll sein. Jo. Gut. Im Endeffekt hat es Hino ja doch noch geschafft. Das ist super. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss. Dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?